Hubble, Perryman. Lerby. Ja, wieder schön gesehen. Richtig getimt. Und da ist er endlich drin. Bis zur 86. Minute hat es gedauert. Michael Rummenigge. Nachpass von Lerby. Ich glaube, Clemens hat den Ball sehr schwer gesehen. Aber dieses Tor zu diesem Zeitpunkt hochverdient für die Münchner, die insbesondere in der zweiten Halbzeit ihre Gegner doch enorm unter Druck gesetzt haben. Jetzt kommen mit Sicherheit erstmal ein paar Rückpässe. Dürrenberger, auch er verdient sich eine sehr gute Note. Lerby. Wieder schön gespielt. Abstoß entscheidet der Linienrichter. Brook. Da hat sich Brasil nach vorne gemogelt. Ah, hat der Kraus Glück gehabt. Der Laie. War natürlich der Trendler. Entschuldigung. Michael Rummenigge. Der Laie. Ah, schade, dass er da nach außen ziehen muss. Dürrenberger. Ja, jetzt so kurz vor Schluss noch so ein zweites. Wäre natürlich schon eine gute Ausgangsbasis für das Rückspiel. Kraus. Ja. Archibald. Stevens. Die ganze Zeit nicht zu sehen, aber dann ist er plötzlich da und nicht ungefährlich. Nach unserer Uhr läuft die letzte Spielminute im Münchner Olympiastadion. Eckstoß, der zweite übrigens erst in diesen 89 Minuten durch Glenn Hoddle. Pfaff wurde da weggedrückt. Augenthaler. Hoeneß. Dürrenberger. Michael Rummenigge, Flügler. Ja, vielleicht geht ja noch mal was. Dürrenberger, Kraus, Dürrenberger, nein, zu eng, schade. Der Schiedsrichter lässt offensichtlich ein wenig nachspielen. Dremmler für Bayer Lautzer.
Falco. Brasil. Ja, mag kein Publikum der Welt so etwas, aber zu mehr reicht es wohl im Augenblick auch nicht mehr. Der Schiedsrichter wird jede Sekunde abpfeifen. Bayern München hat in der zweiten Halbzeit eine kämpferisch sehr starke Partie geliefert, angetrieben, insbesondere vom heute großartig spielenden Merbi mit einsatzfreudigen Spielern von der Nummer 2 bis zur Nummer 11. Es hat nur zu einem Tor gereicht durch Michael Rummenigge in der 86. Ob das genügt als Basis für ein Weiterkommen im UEFA Cup, das wissen wir spätestens in 2 Wochen. Damit darf ich mich aus dem Olympiastadion verabschieden. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend.